nicht vergessen, wir befinden uns in Aktion Mensch. Und lassen heute das Licht auch mal rein. Jawohl, Gussi, das gefällt mir. Ja. Und wir kommen zur Geschichte des Tages. Deswegen die besondere Mühe. Das Leben im Paradies bleibt spannend. Im Paradies oder in Polidies, Gussi? Nein, im Paradies. Ich bin sicher, Aktion Mensch kriegt das hin. Dass wir im Paradies keine bewaffneten Menschen brauchen. Das wissen wir, seit es Adam und Eva gibt. Damals wurde nur von verbotenen Früchten gesprochen. Ja? Wie weit sind wir jetzt gekommen? Komm, Gussi, mach weiter. Voll ist es hier. Ja, sogar Cedric B. und Bomber sind dabei. Die Agenten der Matrix. Die Agenten der Matrix sind nicht weit. Heute wollen sich welche messen, hört man. Ich frage mich, ob die Zollstöcke lang genug sind. Traurig ist es, bewaffnete Menschen im Paradies zu sehen, dass sie alle 2 Wochen wegen Fußball die ganze Stadt übernehmen, reicht ihnen nicht. Wollen Sie das Spiel etwa jeden Tag treiben? Der Bürger ist geduldig und zahlt weiter, damit die Agenten der Matrix damit die Agenten der Matrix auch mal was zu essen haben. So menschlich ist diese Gesellschaft.
Auch wenn sie leicht aus dem Gleichgewicht gekommen ist. Ja, solange Bomben immer noch fallen, müssen wir damit leben. Hahaha. Na, wenigstens sind die Gedanken noch frei, denkt sich der Gussi. Zu nice, Digga. Zu nice.